Hallo. Hallo. Wo ist denn auf meinem Parkplatz? Ich bin ein bisschen außer Kraft, wissen Sie. Es ist anstrengend, den ganzen Tag so lang zu laufen. Wieso Ich muss mich machen Sie es erstmal dann? ausruhen. Ja, weil ich doch eine Raupe bin. Wenn mir der Ara das so gesagt hat, muss ich das doch wohl machen, oder? Oder sehen Sie das anders? Ja, ich meine, Soll ich doch lieber ein Boot sein? wie kommen Sie denn jetzt auf dem Boot? Naja, da kennen Sie die Geschichte gar nicht. Also Nein. ich war ja von hier, ne? Und da war ja der Ara da. Und ich bin ja von diesem grünen Dach da gesprungen. Nee. Weil ich ja, wie gesagt, gedacht habe, ich bin ein Schmetterling. Doch dann hat der Ara gesagt, ich bin kein Schmetterling, sondern ich sollte lieber was ungefährlich, ich kann davon nicht aussprechen, sein. Und jetzt bin ich eine Raupe. Und davor war ich halt ein Boot. Kennen Sie nicht die Geschichte? Da war so ein Mensch, der war in einem Tal, ja. Und jetzt ist er mit Wasser vollgelaufen. Dann ist er geschwommen, geschwommen und geschwommen. Nachher wurde er zum Boot. Aber ich wurde nicht zum Boot. Ich bin in einer Lang geschwommen, geschwommen, wie in der Geschichte erklärt worden. Ja, und dann war ich weg. Dann kam wieder ein netter Ara. Und dann bin ich wieder weggeschwommen. Dann war ich nachher wieder auf Land und bin hierher gerannt. Weil ich eigentlich gedacht habe, wenn ich kein Boot bin, bin ich ein Schmetterling. Und dann war ich auch kein Schmetterling, sondern jetzt bin ich eine Raupe. Zwischenzeitlich war ich mal ein Frosch, ja. Das hat mir nicht so gefallen, dann bin ich jetzt eine Raupe. Jetzt muss ich mich halt ein bisschen ausruhen, wissen Sie? Diese Sonne, diese Wärme, Wieso hat alles Ihnen sehr das nicht anstrengend. gefallen? Was denn, der Frau? Oh, Ja. das war noch anstrengender, wissen Sie? Man muss hüpfen. Ich mag nicht so hüpfen, wissen Sie? Ich mag lieber kriechen. Kriechen ist halt, ja, ist halt angenehmer, ne? Sie können hier so liegen. Wissen Und Sie, beim Frosch müssen Sie halt die ganze Zeit so, ups. Hüpfen, flip, flip, flip. Und bei einer Raupe legen sie sich einfach hin. Schmetterling hätten mir ja eigentlich noch am meisten gefallen. Wenn die herumfliegen können. Und ich sehe schön aus, ja. Aber jetzt bin ich halt schwarz. Naja. Aber wenn der Ara mir das so erzählt, dann bin ich halt eine Raupe. Was ist, wenn Ihnen ein Polizist erzählt, dass Sie ein Mensch sind? Naja, haben sie eine pädagogische Ausbildung? Ich war 3,5 Monate Ara. Waren Sie das? Dr. John Mustache. Hallo? Ja, moin. Ich bin Axel Raupe. Und wieso sind Sie kein Mensch? Wieso hat Ihnen das nicht gefallen? Na, wissen Sie, es gibt ja Leute, die sind so in anderen Körpern, wissen Sie, die mögen sich so in anderen Körpern, wie zum Beispiel ein Mann fühlt sich besser in einer Frau, wissen Sie? Dann lässt er sich operieren, wissen Sie, dass sie machen und dafür eher eine kennen Sie doch bestimmt, ne? Und ich bin halt kein Mensch, ich möchte kein Mensch sein, sondern lieber eine Raupe. Denn eine Wissen Sie Raupe ist viel was? besser als ein Mensch. Ich Ja. habe mich entschieden. Ich bin jetzt auch eine Raupe. Kommen Sie mit. Aber sind Sie auch noch Raupe? Das ist ja cool. Wenn Sie auf diesen Parkplatz gehen, da ist nicht so viel Sonne. Da können Sie sich einfach hinlegen und sie aus. Hier schlafe ich gerne. Ist immer sehr entspannt.